Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. In der letzten Folge haben wir uns mit Ifrits Piraten angelegt, nachdem die uns aber natürlich zuerst angegriffen haben. Und ja, die haben uns angeboten, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Und ja, Mitglied von dieser Bande ist übrigens Eisen. Ednas Bruder aus Tales of Cesseria, sehr schön. Und ja. Ach ja, und davor haben wir noch Theresa, das haben wir noch ganz am Anfang gemacht. Theresa haben wir ja auch noch aufs Maul gegeben und Malak Nummer 2 mit auf unsere Seite gezogen. Und den habe ich natürlich auch direkt gesteuert und den werde ich auch direkt im Kampf benutzen. Und als ich schon mal dabei war, habe ich direkt mal seine Ausrüstung hier geändert, weil mir ist aufgefallen, die Weste hier braucht ganz schön viele Punkte, um mir was zu lernen. Und ja, da ich nicht, weiß nicht, da ich natürlich so produktiv wie möglich die Sachen lernen möchte, tue ich erstmal die kleineren Sachen hier ausrüsten, weil hier der Erdring, der hatte auch 66, ne? Im Gegensatz zu die 20 vom Resistenzring hier. Kampfstiefel, glaube ich, auch. Ja, 35. Also tun wir erstmal die kleineren Sachen hier lernen, damit er nicht zu knapp kommt. Und im Sinne sage ich dann, gehen wir weiter hier rein. Eisen ist hier reingegangen, der erste Offizier der Ifrit Piraten, und wir folgen dir natürlich. Wir sind eine Menge Seelen ausgezeichnet, weil die wollen da irgendwie durch solche Tore brechen, die man mit dem Schiff irgendwie nur schwer durchqueren kann. Und oh nee. Deswegen gehen wir, oh Gott, oh Gott. Gehen wir die irgendwie aufsprengen oder so, so wie ich das verstanden habe. Und ja, ich möchte die nicht alle auf einmal bekämpfen, wenn es geht. Kampftutorial. Serienbrecher, Schmerzheilung. Mit drei oder mehr Seelen R2 während der Bereitschaft oder eine Kombo durchheilen, um Schmerzheilung zu aktivieren. Er wird für 5 Sekunden jeden Schaden. Danach werden KP für alle Verbündeten wiederhergestellt. Diese Fähigkeit schützt Luffys Zelt nicht nur vor gefährlichen Angriffen. Okay, Spoiler. Sondern kann der gesamten Gruppe in einer Notlage helfen. Okay, du hast jetzt Luffy Set Serienbrecher, super. Okay. Das war natürlich wieder so ein richtiger Spoiler hier. Dankeschön, fand ich sehr gut. Geht weg. Ja, okay. Ja gut, dann haben wir jetzt nicht gelesen. Okay, wir haben es voll gelesen, aber was soll man jetzt machen? Ja, und das ist natürlich nicht gut ausgegangen. Ja, zweimal muss man da drücken, genau. Also das ist nicht so eine gute Idee, ihn jetzt zu steuern. Leute, beschützt mich mal ein bisschen, ich bin der Heiler hier. Lauf weg, bitte. Wieso haben wir nur eine Seele jeweils? Warum, was habt ihr alle mit euren Fähigkeiten gemacht? Ja. Okay, aber ich habe ehrlich gesagt damit gerechnet, dass er irgendwann diesen Namen hat, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich habe das auch irgendwo schon vorher gehört. Bin ich irre. Was soll man jetzt machen? Ja, Spiel ein schon sofort, weil ich glaube, die haben nicht damit gedacht, hat man den sofort spielt oder so, ne? Aber ich muss einen neuen Charakter ausholen, wenn ich den zum ersten Mal spiele. Vollständige Kämpferin. Könnt ihr nicht erwarten, dass ich hier aber einen neuen Charakter habe und den ich ausprobiere. Ihr Charakter besitzt 2 von 3 Fähigkeiten: Kriegsarzt, Verborgenarzt und Malakarzt. Kriegsarzt wirken bei Gegnern mit niedriger Verteidigung, Malakarzt eignen sich besser bei Gegnern mit niedriger A-Verteidigung. Verborgenarzt liegen irgendwo dazwischen. Ja, der Aufstand in der Kampf, je nach Verteidigung der Gegner erinnert sich, wird dir beim Siegen helfen. Verborgenarzt, im Tag mit von Mana durchdrungenes Papier. Malakarzt, eine Vielzahl nicht elementarer Arzt. Luffy Zelt.
wie das hier richtig reingedrückt wird. Hat Malaga aus allen 5 Elementen, was ihn in jeder Situation nützlich erschienen lässt. Seine Optionen bei Gegnern mit Resistenz gegenüber nicht elementare Angriffe sind begrenzt. Da er im Nahkampf sehr angreifbar ist, ist die richtige Bewegung und Positionierung wichtig, damit Gegner ihn nicht umzingeln. Ja. Ich muss ihn gar nicht steuern, fällt mir gerade ein. Haben wir ja Strategie. Abstand ausgleichen. Ja, natürlich Verheilung. Okay, Planänderung. Wir spielen Velvet weiter. Aber wir laufen als Luffyset rum. Jetzt sage ich sogar seinen Namen schon. Boah. Ja, ich habe mich jetzt hier gespoilert. Das tut mir jetzt natürlich ein bisschen leid. Aber man hätte das ehrlich gesagt schon kommen gesehen, ja, irgendwie. Man hat doch schon gesehen, wie Velvet ihn irgendwie so beäugelt hier so. Was der Typ anscheinend hier eine Anspielung an Luffyset sein soll. Was auch immer irgendwie. Keine Ahnung. Warum auch immer er so aussieht wie Luffyset. Das wissen wir nicht. Und zack. Oh. Ist gut, dass man so leicht hier Charakter wechseln kann. Scheiß. Okay, wir müssen ein paar Gegner ja mitnehmen, vor allem die wir noch nicht bekämpft haben. Samen. Versuche ihn aber noch Nummer 2 zu nennen. Versuche es. Jetzt hat mir das Spiel schon bestätigt. Was soll ich jetzt dazu sagen? Also. Was ist das? Kann es sein, dass Velvet die japanische Stimme von Jolene hat aus JoJo's Bizarre Adventure Part 6? Jedenfalls vom Spiel. Was ist das? Nochmal. Okay. Haben wir jetzt schon alles hier erkundet? Ja, ne, okay. Mein Controller hat vibriert. Ah, da. Und zack. Hey. Ist irgendwie kein Grund, den seine Fähigkeit nicht einmal für Kampf einzusetzen. Was ist das? Ja, ich weiß, ich wechsle Charaktere so oft. Ich hoffe, das verwirrt nicht zu sehr. Aber ich bin halt gut gemacht. Wenn wir nur L1 und links und rechts drücken, das haben sie gut gemacht. Vor allem so im Kampf mittendrin. Boah. Schon abgelaufen. Knapp schon gerade. Bernstein durch. Gut, jetzt haben wir hier alles erledigt, ne? Gut, dann gehen wir weiter. Es sind 10 Minuten wieder nichts gemacht, außer kämpft. Weil wir sind noch nicht mal da am Stern angelangt. Also nicht mal, da kommen noch ein paar Kämpfe. Und dann geht es erst wieder Story weiter. Da ist doch schon was. Versuchen wir immer Dingens, mehrere Gegner auf einmal zu triggern. Hat nicht geklappt, glaube ich. Ja, das wird ja auch mehr Erfahrungspunkte, glaube ich, geben dann, ne? Sehr gut. Ah, alle gehen so auf mich los. Ah,
Was ist das? Gott, direkt so ein Flächenangriff. Ausgezeichnet. Oh, wir sind Helfer. Ja, er hat eine neue Fähigkeit, genau. Boah. Ach man. Ah. Danke. Stimmt, wir haben jetzt einen Heiler. Boah. Hör auf damit. Ja, seid ein bisschen alpig gegen Feuer. Oder seid ihr doch alle ja? Bin ich doch hier in zwei Leute auf einmal gerannt. Ich dachte, eine Seele lädt sich auf, wenn ich so 1,5 Sekunden. Also jetzt doch, was? Wie ist denn jetzt passiert? Ja, geh auf mich los, komm. Komm. Ha! Buff! Und friss ihn! Oh, ich kämpfe mal richtig Laune. So, was? Bernsteinbeutel. Mit Bernstein dekorierter Beutel. Ich habe zwei Sachen bekommen. Einmal für sie und einmal für Dickens, glaube ich. Schwachstellenjäger immer das, ne? Ich soll vielleicht mal gucken, ihr effektmäßig, welchen Titel. Den Schaden von verborgenen Art um 0,8. Ja, machen wir das. Kind der Wildnis von Art basieren auf ihrer Sternstufe. Davon haben wir noch keine. Und Schattenschreiter nehme ich mal an, oder? Wir werden Abwehr um 25% erhöht. Dann vom verborgenen Arzt und den von ja. So, irgendjemand hier schon mal gemeistert. Ja, du bist kurz davor, ein paar Sachen zu meistern. Ja, er trägt mich hier gerade so auf. Weiß nicht mal nah ran, ja, seine Dings hochzuleveln. So, ich habe eine neue Tasche. Okay. Die Stärke aber braucht weniger, was? So, habe ich jetzt gegen zwei oder drei Gegner auf einmal gekämpft? Ich glaube ja, ne? Nee. Aber jetzt aber. Was zum... Ich dachte, ich kämpfe gegen. Ich bin auch eindeutig in zwei, drei Leute hier reingerannt. So, da. Warum greift mich an? Was hast denn schon wieder die Nerven bekommen? Die Seele. Wer wird das Ding deaktivieren? Weil du tust halt immer bis zum Anreiz hier ausnutzen, aber trotzdem. Hexer ausgezeichnet. Bernsteinstiefel. Ach, habe ich gemeistert. Ausgezeichnet. So. Neustiefel für die Velvet. Habe ich auch schon alles. Mann. Was gibt denn hier mehr? Zu wenige Fertigkeit, mehr KP, nehmen wir das. Alle haben sie ja schon keine Ausrüstung mehr, die ich hier ausrüsten kann. Und er hat Hexer, warte. Schon ein guter Titel zum Ausrüsten, oder? Schaden von Zaubern und blablabla, ja. Die werden wahrscheinlich deutlich anders sein, ja. So ausrüstungsmäßig, wenn die voll hoch gelevelt sind. Habe ich mich jetzt da überhaupt gut umgeschaut? Hier ist nichts, ne?
schon lange keine Katztruhe mehr gefunden. Ich weiß nicht, werden die so vom Spiel genannt? Wenn nicht, dann werden sie von mir so genannt. Okay. Wie geht's denn jetzt weiter? Upp, der haut einfach welche kaputt hier. まさか。けど、要塞を抜けた後、オートまで船と船員を貸してくれるなら協力してもいい。いいだろ。な、こっちも一つ言っておくことがある。俺は周囲に不幸をもたらす。 死神の呪いにかかっている。いや、どっ死神が目立つ。要塞を抜けようとした時も5人犠牲が出た。どうこうすれば何が起こるかわからんぞ。なぜそんな不利な情報を教えるの？ゴーマも理不尽に死にたくはないだろう。 知った上で来るなら自己責任ということだ。どうでもいいわ。裏なら自力で表にひっくり返すだけよ。名は。ベルベット。これは2号。Rogoro ist egal. Oder was? 俺は六郎。よろしくな。 アイゼンだ。ねえ、今ロクーロ、アイスロクーロ。ああ。結論から言えば、ボーティガンの守備は鉄壁だ。海から攻めても陸から攻めても落とせない。おいおい。いいよ。なら同時に攻めれば。そうだ。まずバンエルティア号で攻撃をかけ、警備艦隊を海峡から引きずり出す。 その隙に俺たちは要塞に侵入し、開門を開く。バンエルティア号は艦隊を振り切って海峡に再突入。俺たちを拾って駆け抜ける。一つ間違えれば全滅だな。けど、間違えなければ勝ち目はある。死神同伴でか。作戦はもう始まっている。行くぞ。要塞の入り口は洞窟を抜けた先だ。 Ausgezeichnet. Jetzt haben wir ihn auch im Team ausgezeichnet. Eisen. Oh, richtig cooler Charakter. Werte Verteidigung hat der richtig wenig. Bitte sag mir, das liegt an seiner Ausrüstung. Das ist auch eine Weste an. Zieh die mal aus und nimm was anderes erstmal. Ja, Verteidigung, das brauchst du doch. Armband. Du kämpfst mit den Fäusten, ne? Das ist jetzt schon mal richtig geil. Sollte auf seinem Rücken sein. Und vor der unteilbaren Erinnerung steckt. Okay. Oh, ich muss hier ein paar Sachen hochleveln. Wenn das mal kein Fehler ist, erstmal die schlechten Sachen auszurüsten. Siegte Alarmstufe Rotdämon. Okay. Was müssen wir denn mit dem machen? Charakterlevel. Mit dem können wir doch gar nichts machen. Scheiß auf. Er wird gesteuert, aber sowas von. Dingens. Ja. Du hast Dingens. Ach ja, stimmt ja. Er ist ein Malak. Oh, Schicksal. Ja, freie Bahn. Nötigung.
Und so. Hier kommt Windlanze. Ja. Da kommt Schnelligkeit hin. Da kommt die Hilfste rein. Ah, halt eine geringe Menge an KP. Kampftutorial. Seelenbrecher, drakonische Härte. Wenn ein Gegner betäubt oder am Boden ist, mit drei oder mehr Seelen R2 während der Bereitschaft oder eine Kombo gedrückt halten, um drakonische Härte zu aktivieren. Eisen schwingt sich in die Luft und greift seinen Gegner mit einem drachenähnlichen Feuer an. Diesen Angriff vorzubereiten kann schwierig sein. Es wird ein weiter Bereich zerstört. Eisenziel muss nicht betäubt oder besiegt sein, wenn ein Gegner innerhalb seiner Reichweite ist. Dafür muss ich erstmal einen auf den Boden hier hauen. Kann ich mal einen von euch am Boden legen? Wie soll ich denn das bitte machen? Muss ja richtig abtreiben, ja. Also seine Fähigkeit ist dann etwas, was ich nicht immer einsetzen kann. Das ist natürlich nicht so dolle. So, jetzt. Mein Gott. Ausgezeichnet. Ach, und je öfter man die einsetzt, die Fähigkeiten, desto weniger kostet das ausgezeichnet. So, sehr gut. Gut gemacht. Immer eine richtig geile Angriffsfähigkeit. Gut. Kriegsarzt, Mana, befeuerte Faustschläge, Wind- und Erdelementarangriffe, Faustschläge, warte mal, Wind, ja, dann müssten wir irgendwann jemanden bekommen, der Wasser und Feuer einsetzt, hoffentlich, oder? Faustschläge reichen normalerweise nicht weit, aber Eisens Mana-Abfeuer des Faustschläge haben eine mittlere Reichweite und möglich ihn teilweise sogar auf Gegner zuzustürmen. Seine offensive Malak-Arzt sind in erster Linie auf Wind- und Erdelemente begrenzt. Aber er kann auch Arzt lernen, die aus anderer Weise in sich sein, sind, wie das schnelle Überqueren des Schlachtfelds. Okay, warte mal, du hast jetzt... Ja, sie kann aber keine neue Waffe ausrüsten. Die hat schon alles gemeistert. Verdammt, Dreck! Wie viele Erfahrungspunkte braucht ihr alle? Ich bin auf einem richtig niedrigen Level, merke ich gerade. Weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich will ungern offscreen ja so hoch leveln. Also wir müssen uns hier ein bisschen so kloppen. Hi. Oh, ich bin ein Sensenmann. Deswegen Shinigami. Achso. Ich dachte, einer Gegner wurde. Mann, was macht ihr da? Hat der sich dann eingesagt, ey. Junge. Warum haben denn jetzt alle ein Dings verloren? Das weg. Oh. Na, Quickness. Ja, nicht Diesel war Sabet eingesetzt in Dings. Tales of the Sea. Warum habt ihr denn immer weniger Dinger jetzt? Boah. Ja, wenn wir betäubt sind, verlieren wir die. Boah. Er hat auch betäubt zu werden. Ja. Richtig gut, damit Fäusten kämpft. Oh Gott. Oh, das wird lange dauern. Er bewegt sich aber richtig schnell. Das Gefühl.
Vielleicht mich selber ein. Ich glaube, ich heile mich jetzt auch selber, ne? Finger weg von dem. Ich höre die ganze Zeit sagen. Sehr schön. Warte mal. Da kommen wir doch bestimmt vorbei jetzt, ne? Funktioner kannst du ranken und andrehen, dann ist es einen Weg frei zu machen. Du kannst auch ranken auf Steinen verbrennen und sie dann untersuchen. Kannst du vielleicht durchbrennen. Also ein Streichholz da so angezündet. So, gehen wir erstmal zur Sackgasse da. Mal machen wir erstmal dich fertig. Ah. Betäubt mich jetzt bitte nicht jede Sekunde. War gerade immer auf, mich von allen Seiten hier anzugreifen. Vorhilfe, Heilung, Heilung. Ah, er wird auch gerade in den Mangel genommen. Ja, da ist die Verteidigung die mangelnde, die er hat. So hat Gefühl. Ja, Heilung, Heilung. Aber ich muss echt ein bisschen trainieren, ja. Ja. Dann mal betäubt, ey. So, oh Mann. Wurde angefallen, Feig. Boah, jetzt konnte man nicht geheilt werden im letzten Moment. Okay. Da ist eine Truhe. Bitte hab irgendwas Geiles in dir drinne. Bernsteinpapier. 108. Pff. Wir müssen echt stärker werden. Gibt es da nicht irgendwie was? Oh Gott. Alle sind beim Eimer und da sind schon die nächsten Gegner. Oh nee. Weg, weg. Warte mal, ist ein Powertreffer, merke ich gerade. Powertreffer, sehr gut. Ihr seid alle anfällig gegen Wind. Er sollte dann eher mit Windlanz hier angreifen. Ich finde irgendwie gut, dass seine R2-Fähigkeit hier voll Foreshadowing ist. Das, was in Tales of Suspiria passiert. Ja, vielleicht passiert ja in diesem Spiel schon. So, ich treffe den Leiten auch noch sehr gut. Lass es wagen. Lass mich hier an. Jetzt war er betäubt. Geil. Bringt mir halt auch nichts mehr. Okay, ich hätte gerne einen Speicherpunkt oder so, weil sonst muss ich ja doch noch durch die Gegend eiern, ein bisschen, habe ich so Gefühl. Und ich will keinen Gegner auslassen.
weil ich es nötig habe. Ein paar Gegner fertig zu machen. Guckt euch mal an, wie wir aufs Maul kriegen hier. So, seid ihr auch gegen Wind anfällig? Hab ich jetzt nicht gesehen, weil ich jeden verwehrt habe. Sind alle gegen Wind anfällig. Dann sollte ich vielleicht Windlanz hier einsetzen, wie blöde. Und schon. Der Powertreffer müsstet ihr auch eigentlich öfter betäubt werden. Irgendwie werden nur wir, ja, nur wir werden betäubt. Jetzt kann ich meinen Dings auch nicht mehr einsetzen. Ich tue jetzt mal mit Nummer 2 ja den einen Effekt einsetzen. Was, verdammt, hör auf auszuweichen. Windolanzo. So. Ein Anhänger aus Bernstein. Anhänger. Ah. No. Erdangriffskraft. Wir haben noch keine Erdmagie, leider. Malakats meine ich natürlich. Ja, das macht auf jeden Fall viel Schaden mit Dingens. Boah, hört doch mal auf, ich hielt die ganze Zeit. Boah, jetzt ist er sogar verreckt. Ist doch nicht, ey. Okay, was ist der dritte Angriff? Der ist ein bisschen nervig, dass der irgendwie nur so wenig für Reichweite hat. Ein bisschen doof, dass der erste Angriff ist. So. Ich funktioniert natürlich besser. Wenn er jetzt noch öfter betäuben würde und ich seine Fähigkeit mal einsetzen könnte, wäre natürlich noch besser. Nee, wenn die Gegner am Boden sind, kriegt er auch. Boah, ich vergesse halt die ganze Zeit. Ich die ganze Zeit, ich spiele den Typen erst seit 10 Minuten. Also kann man hier einen Speicherpunkt auftauchen. Aber da wird wohl nichts raus. Was? Also, boah. Also, ja. Das ist erst Level 9, nee, das darf doch einfach nicht wahr sein. Ich suche einen Speicherpunkt. Ich kann natürlich auch nach draußen rennen, ne? Zu Magellan und den anderen und da speichern, aber das wäre etwas unprofessionell. So, du kannst doch bestimmt irgendwie darüber jetzt, ne? Nö. Verdammt, ich dachte, du hast so was Ähnliches wie Dingens drauf hier. Wie Soray, der über so Schluchten springen konnte. Keine Gegner mehr da. Weil da oben habe ich schon wieder einen Laden gesehen. Also da den anderen Eingang war Ausgang, den wir gehen konnten. Das hat mich verwundert. Was hat das zu bedeuten? Ich war Gegner. Ich muss sie leider mitnehmen, weil ich Erfahrungspunkte brauche. Wie gesagt, ich will so was. Oh, okay, das hat. Ich kann auch die ganze Zeit random irgendwie R2 drücken, um zu gucken, ob die Gegner am Boden sind oder so, weil ich erkenne das nicht. Wo soll ich bei Spinnen erkennen, ob die am Boden sind? Da wollte ich nicht entschließen. Auf der Start. Schweigen wir ein bisschen. Ein heftiger Angriff, ey. Ja. Aber was das für Angriffe sind, ne?
Oh, nochmal Wurf. So, Lanzart, Doppelpeitsche, dämonische Duellante, natürliche Weste. Das bekommst du, glaube ich, wenn sie Level 10 erreicht. Gucke ich jetzt nicht nach. Obwohl doch. SG kosten von S-Art, Artangriff. Ja, okay, lass mal so. Ich kam von. Ja, komm. Dauert schon lang genug, der Part, also. Ich würde einfach bei jedem Angriff, wenn er. Bei jedem Angriff hier R2 drücken. Oh Gott, der hat 5 Dinger jetzt noch bei mir. Aber ich dachte, er wäre im Boden gelandet. Diese Feuerspeien-Fähigkeit ist sowas von Foreshadowing, so. Auf seinen Dings hier, auf sein Schicksal, ja. In Systeria. Ja, ich drücke die ganze Zeit R2. Kein Schaden. Ich noch mal geduckt halten muss oder einfach nur pressen die ganze Zeit. Entkräfter, Resistenzring. Entkräfter. Während der Abwehr um 25%. Wirkung von Müdigkeit reduziert. Ja, das war es. Dann haben wir hier noch was zum Abfackeln ausgezeichnet. Wow, hallo, Jackpot. Oh, nom, 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 nom. Jetzt müssen mal so eine blöde Truhe mal wieder kommen. War schon lange keine mehr gesehen. Aber was auch noch kommen könnte, wäre ein Speicherpunkt. Aber es kommt eine Cutscene. あんたの名前の意味は兄弟の6番目で六郎だが。それと同じよ。同じじゃないだろ。Oh, wie sind wir denn so schnell weg? <笑><笑><笑> なんで声を上げないの。気づくのが遅れてたら死んでたわよ。命令だから口を聞くなって。あれは違う。あんたは。なんでそんな。落ち着け、ベルベット。お前、大麻師に刺激されていたのか。やはりそう。 こいつは意志を封じられているんだ。本来精霊は人間と同じ心を持つ存在だ。だが大麻師どもは強制的に精霊の意志を封じ込めている。道具として使うためにな。ずっとこのままなの？わからん。大麻師の配下から脱した精霊は初めて見た。 Damit einer bunten Truppe wie uns wird das schon wieder was. So. Egal wie lange der Part jetzt wird. Wird halt um so eine kleine Trainingssession, ja, habe ich so das Gefühl. あの降臨の日で変わったんだな。精霊は波の人間たちにも見えるようになり、意志を奪われ、命令通りに動く道具にされた。傲慢に対抗する術を得たと人間どもは喜び、アルトリウスの奇跡だと称えたが、精霊はものじゃない。精霊はものじゃない。ものよ。 アルトリウスにとっては、精霊もゴーマも人間も
みんな五体操な断りを実現するための道具でしかない。ものにしか見えないのに。弟さん。Wie lange braucht ihr denn alle noch für ein Level up? Nicht mehr viel. Bis auf Velvet. Leveln wir die alle noch bis Level 10 auf, würde ich sagen. Suchen einen Speicherpunkt. Und dann gucken wir mal. Erstmal gucken wir, wie ich vom einen Ende zum anderen gegangen war. Da geht schon wieder nicht weiter. Was war hier? Schneck. Schneck. Hm. Ah. Ja, mein Controller vibriert, bevor ich überhaupt irgendwas sehe oder höre. Und Trank des Lebens ausgezeichnet. Ja, da sehe ich schon, kommt man nicht hin. Ich den Stein irgendwie dahin kloppen. Nein. Nein. Hi. Wolf. Ich war nur so ungefähr 100 Erfahrungspunkte. Das könnt ihr mir doch ruhig geben, ne? Kann ich auch aufscreen so ein paar Titel und so hochleveln. Also perfekt dann. Nur ein Speicherpunkt finden, dann bin ich aua. Und zufrieden. Da kann ich wieder alles in meine Tabelle eintragen. So, da ist einer betäubt. Wo kommt denn der her? Jetzt einfach in den Kampf reingegangen, hab ich gesehen. Nicht gut, aber man kann sogar zielen. Sehr gut. Hab schon gefragt. Man kann sogar in bestimmte Richtungen zielen. Ausgezeichnet. Na, kommt her. Und ich ausgehen hier wieder ein bisschen Ausrüstung und Titel farmen. Wieder schön notieren, was ich alles gelernt habe. Und irgendwie stärker zu werden, das wird sowieso nicht viel bringen, so wenig Erfahrungspunkte, wie wir haben, hier aufzuleveln und so, ne? So viel. Autsch. Warum hätte ich immer betäubt? Warte mal. Nein, ich habe nicht Dings. Gott, verdammt! Ich hatte nicht drei. Ich hab den hier. Jetzt habe ich wieder den ganz geil. Da war einer betäubt. Nein. Ja, war sehr gut. Boah. Er hat irgendwann erklärt, warum er das kann. Sich einfach so Flügel wachsen lassen. Oh, Hurricane Stoß. Elementarist und Siegelschwertkämpfer. So, jetzt nur noch Eisen ein Level up. Verpassen und dann suchen wir jetzt nur noch einen Speicherpunkt und Bände Part. Da kann ich ausgehen wieder so ein bisschen trainieren. Das heißt ja trainieren, eigentlich nur Ausrüstungsfähigkeiten und so. Leveln. Weil die bringt's ja auch, die sind ja auch so halbe Level ab, ne? Finde ich jedenfalls. Oh, sehr gut. Es ist vollkommen egal, welcher Gegner hier auf dem Kampffeld betäubt ist, ne? Ich muss ihn noch nicht mal anvisieren. Hab's da irgendwie. Oh Gott, was machst du da, David? So, Herr von Erde und Wind. Ach so, die sind alle Level gebunden, die ganzen Titel. Stimmt. Oh Gott. Gut, so mal jetzt noch einen Speicherpunkt beenden im Part. Schon 44 Minuten, hallo. Und natürlich offscreen trainieren. Also Fähigkeiten leveln. Ausrüstung meine ich. Vielleicht renne ich dann auch den ganzen Weg hier zum Speicherpunkt hier zurück, wenn ich keinen finde. Da wird ja wohl bald hier irgendwo einer auftauchen, oder? Hoffe ich, bitte.
Genau hier. Da ist schon mal ein Laden, was? Da oben ist eine Quest. Und da ist eine Truhe. Hallöchen. So, gib mir was Geiles. 35, kein Problem. Ist eine Katze gefunden. Boah. Gib mir vielleicht was. Darum geht schon wieder die Story weiter, habe ich so ein Gefühl. Oh Gott, pff, ich hab's gar nicht gesehen. Okay. Ein Königreich für einen Speicherpunkt, bitte. Na. Wie viel Ding war das? Bernsteinfragment. Ach, die sind zum Aufwerten, die Dinger. Weil es hier nicht irgendwo ein Speicherpunkt ist. Da ist ein Speicherpunkt. Glory, Glory, Glory. Glory, Glory, Glory. Da. Und da ist ein Finster-Turtle. Ja, den sprechen wir mal an. Nee, du bist nicht ein Finster-Turtle, du bist ein weißer Turtles. Weiße Turtle. いや、仮面人は仮面にす。諸々の御神はごもっともすが、これ以上の追求はどうかご勘弁いただきたいっす。これはご丁寧に。恐縮す。仮面人一族はやり手の旅商人。俺たちのような裏稼業には何かと重宝する存在だ。行商人か。役に立つ。あ、じゃあ、ファカフタね。 お客様の笑顔が第一。それがホワイト神屋のモットーっす。ただ、場所が場所だけにお値段は少々お高めになってしまうっすが。いやよ、負けて。誠に申し訳ないっすが、辺境の商売は何かと手間賃がかかりまして。それはそっちの都合でしょ。確かにそうっすが。素直に認めたわね。 じゃあ、通常価格で手を打ってあげるわ。感謝の印にお客様の笑顔ってやつをやっとくか。に。恐縮っす。 So entstand der Finster Turtles oder was? Okay. Gucken wir mal da rein. Neue Sachen, neue Sachen. Gekauft. Muskat. Wir haben ja schon offscreen hier irgendwie kaufen, was ich noch brauche und so. Und ja, dann würde ich sagen, ich werde den Part hier beenden, offscreen ein bisschen hochleveln und dann sehen wir uns. Also ich werde nicht hochleveln wahrscheinlich, ich werde aber die ganzen Ausrüstungsfähigkeiten hier hoffentlich lernen schon mal, damit ich auf bessere Ausrüstung und so wechseln kann. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich allen herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.